Moin Leute! Herzlich willkommen hier zurück in Frankreich. Ja, hier auf dem Brackelkanal. Was anderes ist hier echt nicht. Es ist hier ein Gebrackel nach dem anderen. Jetzt habe ich mir schon einen größeren Wagen gekauft, ne? Wisst ihr, was das Ende von Lied ist? Da gehen nur 2400 Liter mehr drauf. Richtiger Gewinn. Ein richtiger Gewinn war das. Ja, ihr seht, so viel habe ich schon geschafft. Ich bin nur an hin und her jucke. Und dann guckt euch an, wie viel das noch ist. Das dauert ja noch ein paar Stunden, bis ich fertig bin. Ey, leck mich fett. Jetzt tanke ich den jetzt mal ab. Dann muss ich gucken. Da lohnt sich wahrscheinlich gar nicht, dann zurückzufahren, aber... Ja, Zuckerfabrik läuft, ne? Kommt all mein Rin. Aber ich glaube, wir verkaufen jetzt... Ja, obwohl, das geht nicht mehr aus. Kleinen Masse verkaufen, nee. Keine Chance. Ich denke, wir werden am Freitag hier drauf streamen. Ich habe jetzt bis Donnerstag dann eine Folge. Dann machen wir hier Freitag einen Stream drauf. Was haltet ihr davon? Wenn wir hier Freitag streamen. Zuckerrüben und die Kuppel machen voll jetzt. Ja, vielleicht kann man das gut mitfahren. Aber es ist leider nichts anderes im Moment. Ich kann mich drehen und wenden, wie ich will. Ich muss den laufen lassen. Aber mir geht auch manchmal die Zeit noch mit Tasse in der Woche aus, bin ich ganz ehrlich. Es ist halt viel hin und her gebracht jetzt. Ich habe schon nachgeguckt wegen Salat verkaufen und so. Yeah. Aber da musst du auch zu anderen Dingern hinfahren. Hier, guck. 18.457. Der andere Wagen war 16.000 Liter. 2.400. Und der hier ist ein 34 Kubikwagen, ne? Kannst vergessen. Ganz ehrlich. Das ist nichts Halbes und nichts Ganzes. Wie gesagt, ich bin hier nur an Hin- und Herheizen. Ich komme nicht mal zu irgendwas anderem. Oh, jetzt die Zuckerfabrik richtig knallevoll. Ich hab schon jede Menge Rüben im Lager wieder, ne? Aber that's the way. Und ich fahr schon immer hinten jetzt zur Zuckerfabrik die ganze Zeit, ne? Und kipp das da rein. Aber pff, ich weiß auch nicht. Ja, Flügen müssten wir eigentlich, ne? Flug mal ansetzen, das sehe ich schon wieder, was fliegt, ey. Das könnten wir gleich mal eben zwischendurch machen. Das machen wir jetzt auch gleich erst. Obwohl, ich brauche den großen Ferguson wahrscheinlich noch zum Paletten eigentlich weg vorne. Ja, da warten wir, glaube ich, noch mit, bis sich das richtig lohnt. Ich glaube, ich stelle die anderen gleich in der Halle. Oh, komm, wir fahren direkt durch. Guck, da. So viel sind da auch schon drinne. Und ich glaube, sind fast 100.000 schon oben drinne in der Zuckerfabrik. Es ist echt zum Mäusemelken. Es ist zum Mäusemelken, ganz ehrlich. Ja, hier machst du auch so einen leichten Drift um die Kurve, ne? Müssten eigentlich auch noch Milch fahren und all so ein Tröd, ne? Ja, aber ich glaube, wir werden hier Freitag drauf streamen. Das ist der sinnvollste Weg, dass wir da hier ein bisschen was wegkriegen, ne? Anders habe ich da keine Chance, muss ich ganz ehrlich sagen. Oder es kommt 5 Tage kein Wort oder was. Das ist ja enorm. Enorm ist das. Ich könnte auch Autodrive einstellen, aber pff, ich weiß nicht. Geht das überhaupt? Oh ne, ich habe den Dings nicht eingefahren, ne? Jetzt den Helfer einstellen, obwohl ich könnte es mal auch. Nee, ich habe Zuckerfabrik dahinter nicht eingefahren. Glaube ich nicht, oder? Ach, der, das fällt nicht mehr. Oder ich bin dumm. Hof, Kaltstation. Nee, das fällt gar nicht eingefahren hier. Richtig schickifahren hier. Ja, dann lass mal gut sein. Nee, mach mal weg hier.
Müsste ich jetzt einfahren, da habe ich jetzt gerade keinen Coinilan zu. Bin ich ganz ehrlich. Gleich eben die Solarpaletten unterste wegholen. Dann können wir den Wagen schon an der Seite stellen, der Masai. Muss kleiner flügen. Dass der auch wieder ein Toch ist. Ja, Zug wollte ich auch schon mal lang fahren, habe ich erst einmal gesehen, ne? Du erstmal weiter. Nee, das machen wir nachher. Erstmal hier wegräumen. Da geht noch. Oh nee, geht jetzt nicht. Den müsste ich hinten aufmachen. Ne? Komm, wir räumen die beiseite. Dass sie weg sind und dann ist gut. Dann haben wir auch mal was anderes gemacht. Ne? Nicht nur Rüben gefahren. Ich hab den noch ausgemacht. Können wir auch irgendwo eine Kartoffeln stellen und das. Ne, können wir eigentlich nicht. Aber wir können sie eben auf Palettenwagen stellen. Auf den Bollenwagen. Stehen sie wie sie im Weg rum. Fährst du auch heute mal zurück? Danke. Immer dann sind die volle Füße weg und stehen nicht draußen rum. Darum geht's mir, ne? Ob wir jetzt mit dem Wagen gleich. Obwohl Salat muss einzeln gestellt werden. Der Salat bringt richtig Schotter. Ist mir aufgefallen. Und vor allem, das wird ja alles immer irgendwo anders verkauft, ne? Müssten eben Salat hier wieder runternehmen? Stellen wir auf den anderen Wagen da. Oh, da komme ich jetzt wahrscheinlich gar nicht dran, ne? Ne, geht so, ne? Egal. Kannst du nicht viel mit normalen Stapler machen, ne? Drunter packen und dann raus und zurückziehen. Geht auf den Wagen nicht. Da kannst du nicht mal eine Palette hin und her schieben. Keine Chance. Keine Chance, ganz ehrlich. Oh nee, Junge. Ja, ich weiß, dass sie doch nicht angenommen werden, ne? Muss ich echt nur Wagen sortieren oder so? Muss ich da dran? Nee, eigentlich nicht. Ey, da habe ich nicht drauf geachtet, ne? Hätte ich von Anfang an machen müssen. Ja, ja, dann fahr du mal weiter da. Ganz vergessen, du kriegst nix fertig. Das sind Erdbeeren, ne? Zur Arbeit hätte ich nur sparen können. Warte mal. Nee. Doch. Auch mach mal eben. Andere Seite. Ich stell dich mal eben aus. Mach mal C. Mach mal Y. Achso. Y. F1. Oh, nicht Escape. F1. Eine U. Eine Y. Jetzt sieht es wieder aus. Wir müssen sortieren. Jetzt nix, Leute. Sind Erdbeeren, ne? Erdbeeren können hier bleiben. Erdbeeren kommen am meisten, die kommen direkt auf den Wagen. Du stell dich mal jetzt hier hin. Irgendwie Tomaten erstmal darunter.
Das ist schäbig, ey, dass man die mal sortieren muss. Schickraum. Da habe ich ja gar nicht mit gerechnet. Denke ich wohl hier. Der Blinker, ne? Der hat es auch drauf, der Blinker. Nicht. Will mich auch ärgern. Schreibgeraffel erstmal hier hin. Bis wir da dran müssen. Ich schätze mal, im Winter gibt es den besten Preis, ne? Dann können wir rein theoretisch Erdbeeren verkaufen bald, ne? Morgen ist eh voll. Ja, ein bisschen kriegen wir da aber noch drauf, ne? Beim nächsten Mal muss ich die auch anders drauf stapeln, ne? Nicht so bescheiden. Dass wir da mehr drauf kriegen. Ich schieb die nicht, ne? Es ist zu Mäusemelken, Leute. Wo du alle drauf achten musst, ne? Und wird einem erst bewusst, wenn du es machst, und dann kannst du hinterher wieder. Ach, auch nicht so einfach. Aber egal, kriegen wir auch noch Holz her. Da wollen wir gar nicht bange vor. Zack. Wichtig ist, dass das da weggeräumt ist. Können wir immer noch zwischendurch machen, ne? Heute so lange Palettendinger, Gabeln. Gibt's das? Wahrscheinlich nicht mehr. Wo du so zwei Paletten mit fahren kannst, das wäre richtig cool. Das wäre wirklich richtig cool. Müsste ich eigentlich noch drüber mähen, ne? Mann, ey, wir müssen auch flügen und oh nee. Gott, so warm hier, voll Erdbeeren. Ist doch kein Mensch. Salat. Noch runter. Der kann Stapler fahren. Nicht. Hat einen Salat. Kopf 5 Euro. Ich werde pleite, oder? Schlechte Mischung, ne? Zweimal Salat. Ne, einmal Salat alle zwei Tage. Und viermal Erdbeeren. Zweimal Tomate. Okay, Salat gibt am meisten Schotter, deswegen. Das ist wahrscheinlich auch am wenigsten davon, ne? Das steht da, da. Perfekt. Machen wir noch die Tomaten da runter. Und die ist der Lachs schon mal wieder erledigt, ne? Guck, guck, guck da. So.
Da muss ich Svenny sich mal Kopf machen, was er mit seinen Rüben dann macht, ey. Das Gejuckel geht mir schon ein bisschen auf den Zünder, ey, bin ich hier ganz ehrlich. Ja, läuft. El Perfecto. Wenn da noch Erdbeeren drauf. Dann können wir die demnächst verkloppern. Aber das haben wir auch mal erledigt, ne? Da ist wieder Grund drinne. Das passt. Beim nächsten Mal weiß ich direkt Bescheid. Ja, da ist gar nicht so ein Wirrwarr auf. Schon schön geordnet. Guck mal, das haben wir fertig. So Leute, ich sag jetzt aber erstmal danke fürs Zugucken bis hierher. Ne? Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich echt über ein Däumchen freuen, bin ich ganz ehrlich. Und wenn es euch gefallen hat, hier auf diesem Chaos-Kanal und ihr wollt nichts mehr verpassen, dann würde ich mich echt über ein Abo freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.